Wir sind aber Ja, trotzdem moin und cool willkommen gewesen. back Sieht nach einem weiteren bei Amiibo Orcs Battle Master aus und 3 diesmal ist keine Zauberin da, die uns Ratschläge gibt. Kriegsszenario. Keine Angst, Jenny. Zum Weißt du was? Drachenfriedhof. Eigentlich nicht. Wir haben die Kriegsmaschinen sauber und wir sind ein tolles Team. Wer hätte das gedacht? Aber ja, das Oh sind wir Gott, wirklich. was ist das denn hier? Also, hier kommen sie hoch. Also draußen laufen sie. Draußen ist, glaube ich, kein Problem. Drinnen wird schon ein bisschen scheißiger, sage ich mal. Was kommt denn hier so? Keiner, der zerstören könnte. Heißt. Eine verdammt gute Frage aus mir. Sorry, ich habe unten die Tür teilweise verteidigt. Ha? Ja. Geh mal gucken. Hier. Mal teilweise verteidigt. Auch gut. Das heißt aber hier. Dann machen wir hier aber zusammen irgendwie die drei Türen. Ja, ich gucke. Bisschen jetzt, und ich probiere noch die hinten. Probiere ich mal alleine noch zu decken. Also hier beim Hochgang. Na, die kommen ja alle hoch. Da kann man ja quasi alle verbinden, so quasi. Der bringt nichts, okay. Ich würde hier nämlich so machen. Der perfekte Platz. Ich weiß, ich liebe meine Laser. Dann also ich gut, ready. Legen wir los. Also der Gang hier werde ich probieren, komplett allein zu verteidigen. Vorne gucken wir zusammen. Hier würde ich einfach ein Ding hin tun. Hier würde ich einfach Barrikade. Ich muss erstmal finden, wo ich bin. Weil du hast nämlich auch noch unten, wo die rumlaufen. Wo auch noch ein Kristall ist. Ja, also hier einfach. Was? Unten ist ein Kristall. Nee. Ist nur oben. Nein. Das ist der einzige Kristall. Ist doch nicht oben. Das ist oben. Dieses Map verwirrt mich. Das Einzige, was unten ist, ist das Ding da hinten. Also. Ich weiß nicht, von wo die kommen werden, Reto. Soll ich jetzt schon? Ich würde hier Barrikaden dann noch hinstellen. Damit die alle, die hier hochkommen, mit denen hier vorne, hier rumlangen müssen. So? Warte. Ja, da müssen nämlich jetzt alle, die hier kommen und hier kommen, alle hier lang. Alle durch diesen Gang. Und dann würde ich dann hier noch Barrikaden hinstellen. Dann müssen die alle hier lang. Und dann hier noch Barrikaden hin. Dann müssen die alle hier lang. Und dann sind sie erst beim Ding. Okay. Ja, hört sich gut an. Gibt es noch eine andere Tür? Ja, die hier hinten. Aber die habe ich schon größtenteils abgesichert. Hier Barrikaden hin, damit sie länger laufen müssen. Und dann hier unten Laser. So, da ist schon ein bisschen was noch. Dann kommen die erstmal jetzt hier vorne, ne? Ja. Komm ich nur jetzt da hoch? Ah, hier. Und hier oben drauf kann man ja easy Bogenschützen klatschen, die schon mal abfahren. Ah, ich treffe ja nicht. Ja,
unsere Tore aufzubrechen. Und ich stehe einfach hinter der Barrikade, schlag die im Schwert, mach die alle weg wegen der scheiß Sprungfalle. Ich hab hier noch unendliche. Ja, meine Schüsse gehen nicht durch. Unsere Feinde greifen an. Was soll? Okay. So rein. Erzähl deinen Freunden davon. Oh, geht ja nicht. Au. Unsere Feinde, sie brechen erneut durch. Ein Kinderspiel. Wie viele kommen dann da noch? Ich glaube, es war eine gute Idee mit den scheiß Sprungfallen, wa? Ja. Wenn jetzt hier noch Bogenschützen sind, dann noch besser. Die feindlichen Streitkräfte greifen an! Ich glaube, ich mach das mal. Das Tor ist zerstört! So, jetzt gibt's aber ein Problem. Da kommen sie. Weil wir halt noch nichts haben. Tschüss. Ja doch. Hab da 4 Laser. Natürlich haben wir gewonnen. Die haben Explosionsbogenschützen. Hm? Die haben Explosionsbogenschützen, das heißt, wir müssen die Barrikaden immer wieder überprüfen. Oder sie schnell genug töten. Ich habe jetzt mal draußen einfach einen Bogenschützen, das sollte reichen. Ah, nee. Es gibt keine. So, dann ist sie auch zu. Gehen wir's dann brauchen an. Wir noch einen Ort Barrikaden und dann haben wir's. Würde ich dann sagen. Ja, her, komm hier. Das war einfach. Jetzt haben wir keine Barrieren mehr, by the way. Nur jetzt, wie man gesagt, die kommen jetzt viel, viel, viel besser und viel, viel schneller durch. Ja, die kommen jetzt komplett durch, ja. Ja, damit wir es möglichst gut abfangen können hier. Es war eine sehr, sehr gute Idee, diese Verlangsamungsteil hier vorne direkt in die Dings zu stellen. Ja. Und diese scheiß ich werf dich wegfallen sind auch asozial. Die sind echt geil. Die helfen viel. Du bist tot. Das wird ja.
So. Jetzt habe ich hier schon mal ungefähr ein bisschen was aufbauen aufgebaut. Ich glaube, das ist eine gute Defense. Aber irgendwas ist explodiert. Ach, das ist Explosion-Ding. Ja. Jetzt geht Jon drauf. Das heißt, wir müssen unsere Verteidigung quasi aber ein bisschen nach hinten setzen. Ich mache hier auch jetzt zu. Das wird klappen. Ja, ich habe hier vorne den Eingang. Da kommen auf, also im Eingangsbereich kommen schon mal einige nicht durch. Hier reichen sogar zwei Barrikaden. Ja, also hier bin ich unten im Eingangsbereich, bin ich sicher, dass die da chillen. Okay. Perfekt platziert. Wo bleibt jetzt die Tür auf? Bei mir hier unten noch da. Ja, bei dir da unten. Ja, okay. Also ich habe jetzt überall noch Barrikaden hier platziert, dass der Weg möglichst lang ist. Also wir müssen halt auf die Gegner von unten aufpassen, weil ich habe jetzt nämlich kein Geld mehr, um unten noch irgendwie Fallen zu platzieren. Ich könnte höchstens noch eine Barrikade platzieren, aber mehr nicht. Ja, ja, werden wir sehen. Ich werde dann aber direkt hier stehen und abfangen. Ja, und ich kümmere mich um den Eingang. Denke ich. Ja, ready. Jetzt geht's los! Bei Eingang kommt also zu viel raus. Ja, da kommt wirklich asozial viel raus. Aber du hast ja da noch ein paar platziert jetzt, oder? Das ist ja gut. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Verlangsamung und nochmal eine Sprungfalle oder so zwei. Mehr war auch nicht. Mhm. Aber die werden jetzt ordentlich verlangsamt. Gibt jetzt zwei Wellen von Verlangsamung. Ein weiteres Tor wird angegriffen. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Boah, diese Blitze sind auch gut gegen diese ganz schnellen Viecher, weil die schnellen Viecher kommen nicht durch die Blitze durch. Bitte. Das ist doch nice. Also ich brauch mich nicht mal mehr um die kleinen Viecher kümmern. Also der Eingang geht voll klar mittlerweile jetzt. Na, hier noch nicht mal. Ich komm jetzt dann gleich zum Eingang, wenn das wollen. Nur die haben noch eine ganze Tür, die sie zerstören müssen, aber. Ich will jetzt aber hier mal gucken, was hier so abgeht, Alter, wie die es so schaffen. Wir kommen dann hier noch. Stoppen Sie! Die feindliche Armee sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Ich brauch bald mehr Mana. Oh. Jetzt bist du nicht mehr so tough.
Vorsicht! Unsere Feinde greifen an! Ein weiterer Sieg! Das Tor hat sie überlebt, aber ist beim nächsten Schritt instant down. Die andere Frage ist, wollen wir deine Verteidigung hier ein bisschen zurücknehmen? Wieder. Weil nächste Runde ist das hier platt und hier haben sie keine einzige Falle, die sie auffällt. Nächste Runde, ja. Aber ja, nächste Runde nicht mal, dann. Nicht mal mehr. Ich würde hier vielleicht ein, zwei Sachen wegnehmen. Vielleicht die hinterste Reihe so. Mhm. Aber ich würde hier nicht alles wegnehmen aus dem einfachen Grund. Ich mache das hier, also die Gegner kommen nicht bis hier hinten hin. Bis zur letzten Falle kommen die Großen. Da kommen die Großen bis zur letzten Falle. Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen umgebaut, damit die jetzt hier eigentlich komplett vorne eigentlich effizient selbst sterben, ohne dass ich irgendwas machen muss. Mhm. Und ab nächster Runde könnte ich mich dann halt nach da hinten fokussieren, mit halt einer Reihe hier wegnehmen. Probiere ich das mal so. Da gucke ich mal das hintere Tor geht jetzt auf, wenn ich das jetzt hier noch fertig mache. Ob ich da überhaupt das machen muss oder nicht. Der perfekte Platz. So. Ja, wenn wir. Diese Blitze sind asozial gut. Bitte. Da kommen weitere Feinde! Unsere Feinde. Wenn du da so eine Zweierreihe hast, also so drei. Sie auf haben zwei. Ein weiteres Tor durchbrochen. Mhm. Ist da nichts. Da kommen sie. Er kann auch mittlerweile am Anfang des Dings komplett in Ruhe lassen. Und den, ja, gut, scheiß drauf. Und komm nicht wieder. Du bist da unten, oder? Ich bin da unten. Bei mir kommt noch außen noch gar nichts. Ich probiere es ein bisschen als Projekt hier, ob die durchkommen. Ja, bisher kommen sie noch durch, aber sehr knapp. Auch die Trolle sterben hier eigentlich. Ja. Das Einzige, was hier hochkommt, sind große Feuerdinger, weil die irgendwie gegen Laser ein bisschen immun sind. Genau das meine ich. Ja, okay, Redo, ich muss mal vorne, Alter. Jo. Irgendwie kommen die Gegner. Ich will da vorne nicht offen lassen, Alter. Auf jeden Fall nicht. Ein Kinderspiel! Ich versuche mal jetzt hier gar nichts zu machen, keinen einzigen zu schießen. Ja, wenn das klappen würde, dann könnten wir zu zweit in der letzten einfach das andere Tor halten. Ja, deswegen gucke ich ja jetzt gerade, ob ich hier irgendwas machen muss oder nicht. Ich mach sie alle platt. Die Trolle kommen ganz, ganz, ganz schwach raus. Mhm. Gut, die kann man dann abfangen.
Ja und nein, also sie kommen ganz schwach raus oder gar nicht. Jetzt kommt hier keiner mehr durch. Bin ich sicher. Na, jetzt ist meine Verteidigung nach vorne ist komplett aufgebaut. Ich bin jetzt sehr stark der Meinung, dass hier keine einzige mehr durchkommt. Okay. Wenn wir jetzt für die Reste wohl Wände sehen. Mhm. Weil die Schleuderfallen vorne, die dünnen halt die Horde halt schon so stark aus. Das ist dann schon geil. So. Und die ganz kleinen, die sind halt auch. Nope. Werden einfach denied, weißt du, was ich meine? Mhm. Mehr gibt's jetzt nicht, nur noch die letzten da bei der, ne? Ja. Mhm, das sind die letzten. Und guck mal, wie viele Großen auf der linken Seite sind, ja, die jetzt natürlich laufen. Ja, okay, wenn ganz viele Große kommen, dann überleben die das teilweise auch. Weil der Laser halt nicht so viele auf einmal hitten kann. Mhm. Aber es sind jetzt drei Gegner. Auf der ganzen Welle halt, sag ich mal. Dafür haben wir zusätzliche Anerkennung verdient. Hierher gekommen. Also ich gehe mal von aus, dass das vollkommen in Ordnung ist. Scheiße. Ja, also ich fange jetzt nach hier hinten auch aufzubauen. Bitte. Die werden sie nicht. So wie ich vorher gesagt hatte. Ja, ich. Oh ja, ich bin bereit. Bin ready. Ich hab's mal mit der Map im Blick, ob da einer durchkommt, aber bei mir sollte, glaube ich, fast clear sein, außer halt eben die großen Feuerdinger. Weil wegen Laser, die kommen da irgendwie durch. Impliziert noch irgendwas anderes hinten dran, Alter. Fallen. Da kann ich ja selber gucken. Ja, also. Ich hab ja nichts mehr jetzt. Ah, da kommt Boss. Boss. Zauberin? Ich hab keine Ahnung, Boss. Wer oder was das sein soll. Da ist Boss. Das ist Cesar, auch bekannt als der Wiederbeleber. Was? Ja, ich brauche hier, glaube ich, erstmal nichts machen, bis der Boss kommt. Okay. Der Boss ist schon da. Das ist unfair. Ja, bis der Fall vorne kommt. Was ist Half-Life? Ja, ich bin Max. Der ist gerade bei dir, Alter. Ballerst ihn halt die ganze Zeit ab. Was ist da? Oh, geht ja nicht. Du bist tot. Oder liegt ein Skull? Ja. Redo? Hm? Ich komme jetzt von hier hinten. Was ist das? Die Feinde greifen an! Vorsicht! Sie haben unsere Tor Feinde sind erneut durchgebrochen! Da kommen sie! Ich brauche eine größere Herausforderung! Ich
und komm nicht wieder. Tödlich. Ja, Redo. Hinten beim Kristall. Ja, alles gut. Ah, du bist da schon, okay. Waren nur zwei wieder von den großen Feuern, Dinger. Die kommen halt eben durch. Ja, aber das war's dann gleich schon. Ja, voll easy, Junge, mittlerweile. Einfach die besten Taktiken. Boah, ich denke. Ja, das war's. Nee, da kommt noch mehr. Wieder von dem anderen Tor nochmal. Ach, von dem, wo wir es wollen, hoch. Ja, da kommen gleich noch ein paar hoch. No problem. Ich glaube, da müssen wir auch nichts mehr machen. Sollte clear sein dann. Sicher? Nicht? Vielleicht beim Oger. Was für ein Oger? Der Oger dreht nochmal um. Okay, komm, fertig hier. Ogerlein. Tschüss. GG, Alter. GG, easy. Chili. Das war's damit. Bis zum nächsten Mal.